Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Beim letzten Mal haben wir unseren neuen Freund David Bowie erstellt. Unseren neuen Freund Faris. Den legendären Bogenschützen. So, Geschlecht, männlich, etc. Schwarze Feuerbomben habe ich gewählt. Sein Gesicht. Doch, ich finde ihn. Ich finde ihn ordentlich. So. Alles klar, Erstellung abschließen. Jo. Die Sprecherin zu Beginn in der Sequenz wird ziemlich leise. Ich weiß nicht warum, denn die Stimmen habe ich extrem laut gestellt und den Rest ziemlich leise. Es kann nur sein, dass die Sprecherin nicht unter Stimmen klassifiziert ist in den Soundoptionen, sondern unter Musik, was keinen Sinn ergibt. Aber wer weiß. Könnte sein. So, dann beginnt nun offiziell unser Faris-Durchlauf hier. Der legendäre Bogenschütze Faris. Ob ich den NG-Plus-Lauf, den ich jetzt schon hochlud, ob ich den weiterführe, das kann durchaus sein. Muss mal schauen, wie da die Resonanz ist, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Wenn sich das keine Sau ansieht oder irgendwas dazu sagt, dann kann ich es auch lassen. Aber mal sehen. So, unsere Ausrüstung ist äußerst hässlich. Aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Drei, fünf Feuerbomben haben wir bekommen. Okay, alles klar. So, hier sehen wir unseren Freund Faris. Die Ausrüstung werden wir hoffentlich in Bälde ändern können, denn die ist nicht so schick. Okay. Er ist okay. Er sieht in der Erstellung ein bisschen besser aus als hier, interessanterweise. Jetzt habe ich die erwischt. So, Banditenmesser, okay. Ihr droppt mir. Es wäre super, wenn ihr mir den Umhang geben würdet, was ihr natürlich nicht tut. Dementsprechend könnt ihr alle gern zur Hölle fahren. Helligkeit, Musik, Soundeffekte. Stimmen sind ziemlich hoch. Soundeffekte, so lala. Ich stelle die Musik mal hoch. So machen wir es mal, ne? Komm. Okay. Timings gewöhnen. Ist ein bisschen anders als beim Cestus hier. Das probiert man des Schildes. Aber weiß drum. So, hier sind ein paar Items und so weiter und so fort, aber nichts, was mich jetzt wirklich interessiert. Die Kristallechse interessiert mich auch nicht. Die Riesenechse da hinten. Macht relativ viel Schaden hier. Es ist echt eine fabelhafte Szenerie hier. So ein schöner Start für ein Spiel. Fabelhaft! In der Tat. So, dort ist der Feuerbandschrein. Runengeste erhalten, vielen Dank. Da werden wir uns dann mit sehr schnellen Schritten hinbewegen. Und dann holen wir uns erstmal unseren Freund. So. Unseren Freund Judex Gundir, den Kampfrichter. Let's do it, my friend. Man sieht, der Schaden, den ich mache, ist hier ganz vorzüglich. Kann ich parieren, da bin ich mir sicher. Aber nicht mit den Timings, die ich hier gerade veranstalte. Oh Gott. Das läuft ja richtig fesch hier im Moment. Der Schaden ist niedrig. But that's just
the way of things. Das erste Mal, dass ich den Kursbogen nutze. Das ist ziemlich interessant eigentlich. Würde ich ganz gern parieren. Show me moves. Nope. Probieren gleich mal. Was ganz interessant ist, dieser Finsternis-Tentakelkram an seinem Hinterkopf. Sieht ein bisschen aus wie Haar. Übrigens das erste Mal, dass ich gegen Judex Gundir hier gestorben bin. NG Plus erster Versuch und bei meinem allerersten Durchlauf habe ich ihn ebenfalls beim ersten Mal getötet. Ich habe aber nie versucht, ihn zu parieren. Und das ist natürlich immer ein Garant dafür, dass man eine Menge Schaden erleidet. Get away. Get away from me. So, nochmal schauen, ob wir ihn parieren. Judex Gundir. Show me moves! Oh, schade. Jetzt hab ich dich. Oh, ich kann sogar Riposte. Eieiei. Ich wusste nicht, dass ich eine Riposte machen kann. Fascinating. Okay. Man hat schon einen ganz schönen Zeitaufwand hier mit dem Bogen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, der wäre schneller. Aber es kann sein, dass es eine Fähigkeit ist. Ja, okay, alles klar. Das ist eine Bogenfähigkeit. Die Kurzbogenwaffenfähigkeit, die Schnellfeueroption hier. Ich bin gestaggert. Ziemlich cool eigentlich. Ich mag das Ding. Ich habe noch nie einen Kurzbogen gehabt hier in Dark Souls 3. Ich hatte nur Langbögen und Drachentöterbögen und so ganz Scheiß gefunden. Aber den Kurzbogen habe ich nicht gefunden. Das ist anderweise. Ich fand das quite fascinating. So, deswegen haben wir die Feuerbomben gewählt, die großen, dicken Feuerbomben. Erleichtern den Kampf natürlich, wenn man einen Charakter hat wie den Dieb hier, dessen Dolch sehr wenig Schaden verursacht. Man kann natürlich, wie ich jetzt eben, den Bogen einfach nehmen. Oder man kann ihn auch versuchen zu parieren. Ich denke nicht, dass man seine Finsternis-Version eben diesen riesigen Finsternis, diese Finsternis-Bestie parieren kann. Davon gehe ich mal nicht aus. Aber ist ja auch nicht notwendig. Man kann ja verschiedene Sachen einfach nutzen. Ich hätte auch einfach hinter ihn rollen können, um ihn dann permanent anzugreifen. Möglicherweise ist die Finsterniskreatur da schwach gegen Blutung. Ein Banditenmesser hier verursacht ja Blutungsschaden. Ab einer bestimmten Anzahl von Treffern. So, und dann wollen wir mal das Feuer aktivieren, das Leuchtfeuer. Splendid indeed. So, wir haben dort hinten natürlich unsere gute Freundin, die uns aber keine Rüstung verkauft, die gerade im Moment brauchbar aussieht. Deswegen lassen wir Strowen bzw. unser Kammerfräulein da mal in Ruhe. Erhöhen unser Geschick. Ganz einfach ein paar Seelen hier loszuwerden und dann kaufen uns vielleicht ein paar Pfeile. Hallo Strowen! Gib mir Holzpfeile. Aschen. Der Rest interessiert mich im Moment noch nicht. So, der Holzschild hier. Ach, dieser Metallschild meine ich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eine Seele haben wir übrig.
Wir bewegen uns dann erstmal hier zur Hohen Mauer von Lothric. Ein bisschen Zeit haben wir. Ja, das erste Mal gestorben gegen Judex Gundyr. Aber es ist cool, dass man ihn parieren kann. Und ich mag es zwar nicht so gern, dass man Riposte durchführen kann an Bossen nach Paraden. Bei Gwyn hat es den Kampf komplett vernichtet. Der Gwyn-Kampf wäre erheblich besser gewesen, ohne dass man ihn mit einer Riposte komplett zur Sau machen kann. Aber hier finde ich beim Tutorial-Boss ist das durchaus legitim. Das stört mich nicht so sehr. So, wir versuchen jetzt hier in Bälde ein bisschen Fashion Souls abzugreifen, denn die Klamotten, die wir tragen, die sind ganz ehrlich pottenhässlich. So, hier sehen wir die große Festung von Lothric. Ich habe beim letzten Mal ja schon erwähnt, dass wir hier dann einen Bosskampf sehen werden. In meiner NG Plus Serie hat man schon gesehen, was wir dort erwarten können. Und hier ist eine Brücke hinauf in das Schloss. Hier sind überall Lothric-Ritter drauf und hier ist ein weiterer Bosskampf zu finden. Genau wie dort. Dort ist der Bosskampf gegen die Tänzerin des Nordventals, die wir ja bei unserem letzten Durchlauf getötet haben, unmittelbar nach Wort. Das versuchen wir dieses Mal auch. Wird natürlich eine ganze Ecke schwieriger, wenn wir uns hier auf Level 8 befinden. Aber naja, wir werden sehen, was wir da rausschlagen können für uns. So, die Zeit ist jetzt knapp. Reicht es noch, um hier irgendwo hinzurennen? 2 Minuten. Komm, dann probieren wir unser Glück hier. Greifen noch ein bisschen Loot ab. Seele erhalten, ja. Machen wir um euch weniger Sorgen. So, wir finden hier natürlich ein paar Scherben. Hinter mir ist, glaube ich, eine Scherbe. Hier befindet sich, glaube ich, ein Harz, ein Goldharz. Genau, ein goldenes Kieferharz. Und dann bewegen wir uns mal hier runter. Ich kann mich hier auch, wie man sieht, auf der Leiter heilen. Eine coole Sache. Das kennen wir aus Dark Souls, auch nicht anzugreifen. Aus Dark Souls 2. Okay, und hier haben wir unseren Freund, den großen Drachen. Ja, man sieht, beim ersten Versuch kommt man hier ziemlich gut durch. Jetzt können wir hier diese Abkürzung öffnen. Und dann versuchen wir einfach mal hier dran vorbeizulaufen und so jetzt ein Park in den Arsch geigen. Okay, schaffen wir. So, zweites Leuchtfeuer noch aktiviert, das haben wir noch gerade so hingekriegt. Gut, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Wir versuchen dann ein bisschen Fashion Souls zu akquirieren und provozieren mal kurz hier unseren Freund, den Drachen, den Vivan. Hi! Ja, man kann es nicht blocken, weil der ganze Boden brennt. Das ist eine ziemlich coole Angelegenheit. Trollsoft, Bestsoft. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude hier. Adios. Dann hoffentlich mit mehr Fashion.